Wie wollen wir in unseren Städten leben? Was macht unsere Städte lebenswert für alle? Io credo che andiamo, io mi auguro, in un futuro in cui le città saranno sempre più, come dire, occupate da superfici organiche e permeabili e dunque da piante. Bewohnerinnen und Bewohner erobern ihren Stadtraum zurück. How can we create common spaces in a time when populism, disinformation, isolation, digitalization are so much alienating us from each other, but also from nature? Welche Rolle spielen Kunst und Kultur bei alledem? On est un espace de culture dans tous les sens du terme. Et on essaye aussi de s'ouvrir, de faire venir à nous les voisins. Barcelona. Verkehrschaos, Ramblas, Massentourismus am Limit. Und derzeit auch Ort der 15. Manifesta. Aber nur das Hauptquartier liegt in Barcelona selbst. Im ehemaligen Verlagshaus Gustavo Gili. Denn die internationale Wanderbiennale will vergessene Orte in den Vorstädten wiederbeleben. Mit zeitgenössischen Kunstaktionen. Aber nicht nur. Es geht um die Probleme der Metropolregion, um sozial schwierige Stadtviertel, um vergessene Emanzipationsbewegungen, Konflikte in der Stadtentwicklung. Gemeinsam mit den Bewohnern sollen all die sozioökologischen Probleme angeschaut und Lösungen angedacht werden. We asked 200 citizens in advance, what would you think Manifesta has to focus on? And they said, we need new, let's say, connections between Mataró, San Adrià and Badalona. Or we want to be much more in touch. And I think also looking for common spaces, and maybe culture can take this upon also its responsibility. How can we create common spaces in a time when populism, disinformation, isolation, digitalization are so much alienating us from each other, but also from nature? Für Manifesta-Direktorin und Gründerin Hedwig Fein und ihr Team sind Kommunikation und Dezentralisierung wichtige Tools. Why are all the cultural institutions in the centers of the European cities, while most of the residents live outside? And we also did a lot of investigations about how do citizens believe what should be the future, the imaginable future of their cities, not only in terms of decentralization and geographical perspective, but also in terms of social and ecological perspective. Passendes Wahrzeichen und einer der Hauptspielorte der Biennale ist Les Tres Chimeneas. Direkt auf dem Strand gelegen scheint die imposante Betonarchitektur des ehemaligen Kraftwerks einer Science-Fiction entsprungen zu sein. Lange Zeit eine No-Go-Area, ist die Anlage durch die Manifesta erstmals öffentlich zugänglich. Künstlerinnen und Künstler machen den ersten Schritt, bespielen den brutalistischen Betonkoloss mit den gewaltigen Ausmaßen. Sie erzählen Facetten seiner Geschichte und geben ihn der Öffentlichkeit in veränderter Form zurück. Eine der Akteurinnen ist die Deutsch-Portugiesin Maya Escher. Diese Arbeit habe ich hier installiert und sie hat sehr viel mit dem Kontext zu tun, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, nämlich im Süden von Portugal und in einer Region, die heißt Olmeda. Und diese Region ist von extremer Dürre und extremer Wasserproblemen gefährdet. Und ich bin auf einem kleinen Hof aufgewachsen und habe so eine ganz enge Beziehung zu diesem aus dem Brunnen Wasser holen und so diese Beobachtung von, wie über die Jahre immer weniger Wasser in dem Brunnen überhaupt war. Und gleichzeitig auch neben einem großen Stausee, der den Fluss Mira
unterbricht. Und das Wasser wird benutzt für die intensive Landwirtschaft in der Küste von Portugal. Die wurden alle in dem Schlamm von dem Stausee gefärbt. Und die Erden haben halt sehr, sehr viel Eisenoxid. Und dadurch kommt dieses Rote, dieses auch Blutige von dieser Erde selbst. Und interessant ist halt auch, dass auch eine Beziehung zu diesen Protesten da ist, die wir halt versuchen, eine regionale Wasserallianz zu bilden in unserer Region. Und da habe ich zum ersten Mal mit den Leuten von diesem Protest mit Erde, mit gesammelter Erde gezeichnet und geschrieben. Es kommt halt wirklich von diesem Lebenden und von diesem aktiven Being on the ground. Also ich sehe halt ganz, ganz viele Parallele zu Sachen, die überall auf der Welt gerade passieren und wo ich wirklich denke, dass die Kunst diese Möglichkeit hat, diesen Diskurs und diesen Blick auf diese Sachen zu wenden. Fast meditativ die wehenden Stoffbahnen des US-amerikanischen Künstlers Assad Raza. Vor dem Spruchband der Konzeptkünstlerin Claire Fontaine. There is one work from the artist Claire Fontaine, and it says, "When women strike, the world stops." And the idea behind it is that the women here in San Adrià de Besòs were the motor behind the action taken by the government against the pollution. This was called the Chernobyl of Barcelona. It was extremely polluted because of the electricity and the fossil fuel. And the women saw every morning when their white cloth hang outside that it became black. And that's where the strikes and all the transformation, the ecological transformation, was initiated by women. The enormous installation by artist Assad Raza is also a reference to the textile industry, because not so many people know that Barcelona, after Manchester, from 1853 till the 1960s, had the largest textile and wool industry in the world. And there were 350 steam engine textile factories where you'd still see the 350 chimneys. So, and these were also worked upon by women. Imagining futures, Zukunft entwerfen, ist das Thema hier. Vielleicht wird aus dem skulpturalen Industriedenkmal mit den 200 Meter hohen Türmen ja ein neuer Ort der Begegnung. Wir stellen später noch eine Künstlerin aus Barcelona an einem weiteren außergewöhnlichen Spielort der Manifesta vor. Mailand erlebt sein grünes Wunder. Vor 10 Jahren hat alles angefangen. Mit 2 sensationellen Hochhäusern, begrünt mit über 20.000 Pflanzen. Der Bosco Verticale, ein vertikaler Wald. Er machte seinen Architekten auf einen Schlag weltberühmt. Jetzt will Stefano Boeri ganz Mailand aufforsten. Mi sono posto davvero l'obiettivo di capire come un intervento massiccio di forestazione poteva servire a ridurre la presenza di polveri sottili, cioè non solo ad assorbire l'anidride carbonica, non solo a produrre ombra e a favorire la biodiversità delle specie viventi, ma a intervenire in modo diretto per ridurre la presenza del microparticolato nell'area milanese. Der Mailänder Boeri verfolgte sein Ziel beharrlich. Vor 5 Jahren gründete er die Initiative Forestami, zu Deutsch Bewalde mich. Ihr Credo? Wir glauben, dass die Städte der Welt durch Wälder und Bäume ihre Luft reinigen können. Ma anche una ragione che oggi è sempre più chiara a tutti, cioè l'ombra. Noi abbiamo bisogno dell'ombra nelle città, nelle strade, nelle piazze, nei cortili, a volte anche sugli edifici, come abbiamo dimostrato, sui tetti. E l'ombra è una risorsa fondamentale per il futuro, soprattutto di fronte a delle ondate di calore che sono sempre più frequenti e sempre più intense.
Koordiniert wird Boeris Projekt vom Mailänder Agrarwissenschaftler Riccardo Gini. In einer Allianz mit der Stadt und ihren technischen Hochschulen wollen er, Boeri und ihr Team bis 2030 3 Millionen Bäume pflanzen. Als natürliche Feinstaubfilter. Qui siamo dentro Parco Nord Milano, siamo in un'area ex industriale, qui dovete immaginare un grande capannone costruito con i tubi innocenti, quelli che si usano per fare le impalcature, che abbiamo 2 anni fa smontato completamente, depavimentato, ho fatto lasciare i pilastri dell'ingresso della fabbrica per ricordare il posto in cui siamo. Es geht darum, zementierte Areale abzubauen und zu renaturieren. Ihr Ziel, immer weiter ins Innere der Stadt vorzudringen. 610.000 Bäume haben sie bisher gepflanzt. Die meisten allerdings im Großraum Mailand. Stiamo andando nel comune di Cormano in uno svincolo che diciamo divide una superstrada dall'autostrada A4. Dove appunto per migliorare la qualità dell'aria molto molto depressa, diciamo, dal punto di vista qualitativo da questi grandi svincoli autostradale, Foresta mi ha piantato un nuovo bosco, appunto con l'idea che anche i vincoli autostradali sono delle occasioni per migliorare la qualità, la bellezza e per far respirare sempre di più le nostre città. L'abbiamo piantato 2 anni fa. Quindi come vedete pian piano le piantine giovani che mettiamo, ma molto vigorose, stanno crescendo. Neue Pflanzungen, neue Probleme. Die Bäume wachsen langsam und Extremwetter setzt ihnen zu. Und längst nicht jeder stimmt diesem Projekt zu. Wenn Parkplätze weichen sollen für Pflanzen, dann gibt es Proteste. Der Begriff Lebensqualität bedeutet eben für jeden etwas anderes. Auch Vandalismus macht ihnen zu schaffen. I ragazzi di sera che ci tagliavano le piante, altre ancora le persone che se le portavano via le piante, altre ancora che poi la cooperativa che deve entrare a tagliare l'erba non riesce a riconoscere l'erba dalle piante e taglia le piante anziché l'erba. Gegen Widerstände durchzuhalten, das ist Stefano Boeri gewohnt. Mangelnde Alltagstauglichkeit wurde ihm anfangs auch beim Bosco Verticale vorgeworfen, weil eine Luxusimmobilie ist. Stefano Boeri hat gekontert. Im holländischen Eindhoven baute er vor 3 Jahren ein kostengünstigeres Hochhaus. Der erste Bosco Verticale als Sozialwohnungsprojekt. Die Pflege der Pflanzen allerdings bleibt ein aufwendiger Drahtseilakt. Poi c'è naturalmente una grande attenzione al sistema, al ciclo dell'acqua, al sistema di irrigazione. E qui ci sono mai delle tecnologie a goccia che permettono di ridurre al minimo il consumo d'acqua, sensori che ti permettono di intervenire immediatamente se ci sono problemi, ostacoli che possono causare o un eccesso o una scarsità di acqua sui singoli vasi e singoli piani. Noi abbiamo deciso di affidare non solo a Milano, ma anche ad Eindhoven, anche a Utrecht, anche in Cina, dove stiamo facendo, per dire, altri casi, a dei botanici che sono anche dei climbers, cioè sono dei scalatori, dei climbers che sono allo stesso tempo capaci di intervenire calandosi dal tetto in modo molto attento e molto specifico sulle caratteristiche di ogni singola pianta. Io mi auguro in un futuro in cui le città saranno sempre più come dire, occupate da superfici organiche e permeabili e dunque da piante. Für die Bewaldung Mailands begeistert sich mittlerweile auch der Modedesigner Giorgio Armani. Forestami dringt jetzt direkt ins Herz der Stadt vor. Ci voleva Giorgio Armani che dicesse voglio fare un intervento significativo per la città e quindi il Comune di Milano ci ha indicato questa circonvallazione che è quella che Milano è fatta a cerchi. Armani finanziert den neuen Milano Green Circle, eine Ringbegrünung in der City. Forestami wird in den nächsten Wochen die ersten Pflanzen setzen. Yeah.
ein neuer Stadtteil entsteht, auf dem ehemaligen Gelände der Supermarktkette Coop Alsace, mitten im Straßburger Rheinhafen. Ein Ort mit besonderem Flair und 100-jähriger Industriearchitektur. Seit rund 5 Jahren wird hier gebaut, umgebaut, umgewidmet. Die Idee? Ein neues grünes Kulturviertel, das die Stadt näher an den Rhein und damit auch an Deutschland rücken soll. In der Garage Coop, einem großen Werkstatt- und Atelierkomplex, beschäftigt sich die Designerin Sonja Verger mit Themen rund um Essen und Lebensmittel. Mon rôle en tant que designer, c'est d'améliorer le moment du repas. Les designers améliorent le quotidien des gens, mais le moment du repas, le design peut aussi l'améliorer. C'est pas que les cuisiniers qui permettent de bien manger ou les artisans des métiers de bouche. Je pense que les artistes et les designers peuvent aussi ont aussi leur rôle à jouer pour améliorer ça et donner un autre regard sur la nourriture. Photographie, Installation, Collagen. Für ihr Design culinaire arbeitet Sonja mit allen Medien. Ihr Atelier ist perfekt dafür. C'est hyper intéressant parce qu'on est donc très nombreux, presque 200 plasticiens ou associations en lien avec les arts, artisans. Et forcément, au bout de 5 ans, on se connaît et on crée des ponts aussi entre nos savoir-faire. On a besoin les uns des autres pour X projets. Donc, par exemple, je l'ai dit, juste à côté, il y a Pierre Feydic et Sérigraphe, donc avec qui on fait des affiches. Donc, c'est plein de ponts qui se font naturellement, forcément, parce qu'on est amené à se rencontrer. Et ça rend aussi le travail plus facile, plus aisé, plus pratique. Ça crée des connexions et forcément des occasions plus faciles et naturelles du fait qu'on soit si proches aussi les uns des autres. Nebenan und mittendrin in der Großbaustelle, das Atelier Basse-Cour des Miracles, zu Deutsch Hühnerhof der Wunder. Guten Tag, willkommen. Let's go. Unbedingt erhaltenswert, dieses Atelier, in dem 12 Künstler seit rund 30 Jahren das kulturelle Leben der Stadt bereichern. Offen und unkonventionell. Einer der Alteingesessenen ist der Bildhauer Daniel Depoutot. Wo sonst, wenn nicht hier, könnte er seine exzentrischen, fantasievollen Maschinenkreaturen aus Altmetall und Elektroschrott bauen? On est comme Astérix et Obélix, le domaine des dieux. Je pars le soir avec le vélo pour rentrer chez moi à l'autre bout de Strasbourg. Je reviens le matin, boum, il y a un immeuble qui a poussé. Je pars le soir, boum, il y a un autre immeuble qui a poussé derrière. Ça construit partout. On est maintenant entouré de nouveaux bâtiments ou de bâtiments rénovés et de nouveaux voisins. On est effectivement comme une petite île et vous l'aurez remarqué en vous promenant dans le quartier, dans un espèce de havre de paix et de verdure. Ici, c'est le seul endroit encore où il y a beaucoup, enfin, il y a des arbres. On entretient notre jardin dans le sens que Voltaire donnait à cette expression. On travaille, on avance. Irgendwann soll es auch außerhalb begrünt werden. Wohnungen, Büros, Werkstätten und Künstlerateliers sollen sich mischen. Und durch die kulturellen Angebote will man auch die Bewohner der Innenstadt anziehen. C'est vrai que quand on est arrivé il y a 5 ans, donc il y avait déjà l'atelier de Daniel Depoutot qui était là avec la Basse-Cour des Miracles depuis très longtemps. Nous, on est arrivé, mais c'était un peu tout. Il n'y avait même pas encore la voie de bus qui a été créée. Il y a une station de tram qui a été créée exprès il y a 2 ans, Starcop. Et les habitants sont arrivés petit à petit parce que des bâtiments ont poussé. Donc effectivement, le lieu commence à être habité. Au début, on avait du mal à faire venir même les Strasbourgeois jusqu'ici parce qu'ils avaient l'impression que c'était loin. Mais à force de faire aussi des événements dans l'espace de la COP et même dans le quartier avec les autres artistes, les gens l'identifient beaucoup mieux et viennent avec plaisir aussi dans ce quartier qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils découvrent. Sein ganz besonderes Flair verdankt das Viertel also den Künstlern, der alten Industriearchitektur, dem Hafen. Damit das so bleibt, sollten sich Neubau, Verdichtung und Reglementierung unbedingt in Grenzen halten.
Zurück bei der Manifesta in Barcelona. In ruhiger Strandlage wurde sie in den 1960er Jahren gebaut, die Casa Gomis. Während der Franco-Diktatur Zufluchtsort der avantgardistischen Kulturszene Barcelonas, macht Fluglärm sie heute unbewohnbar. Die Manifesta hat jetzt das Haus und den umliegenden Garten in eine große Ausstellung verwandelt. Normally you cannot enter Casa Gomis. This is one. So this is why Manifesta makes it accessible. So you are aware of the place and you are in the center point of this big debate that we are having politically, no? Die große Debatte ist die geplante Erweiterung des Flughafens. Wird die realisiert, verschwindet die Villa, mitsamt Park und Strand. Auch der Hafen breitet sich aus, zerstört die Küste und bedroht das Naturschutzgebiet, in dem sich die Casa Gomis befindet. Lola Lasourd ist eine der Künstlerinnen, die sich damit auseinandersetzt. I was born in Barcelona. For us was difficult to afford to rent anything in Barcelona, so I've been living 6 years in another city. This is a problem that the city is very touristic, so many people living in a small place. And the pollution is a problem in Barcelona. Für die Ausstellung in der Casa Gomis hat Lola Lasourd die Geschichte eines Naturistenvereins aus den 1920er Jahren untersucht. Alte Fotos und Dokumente erzählen von Stadtstränden, die es längst nicht mehr gibt. And I also include how the littoral, how the landscape has changed from the 20s in which they were born until today. So how the port has been eating part of the landscape and also the airport has been eating part of it and also the sea. So we have moved the river, which seems something impossible, no? This is why I have painted like how it was before and afterwards. We have moved the river to make the port bigger and we keep bringing sand from other parts of the landscape so that this beach still exists. Balancing conflicts, Konflikte ausbalancieren, ist das Thema, zu dem die Künstlerinnen und Künstler in der Casa Gomis Werke geschaffen haben. Selten sind Interessenskonflikte so deutlich spürbar wie hier, an diesem wunderschönen, bedrohten Ort. Ludwigshafen im Südwesten Deutschlands, eine Industriestadt nahe der französischen Grenze. Hochstraßen galten hier jahrzehntelang als wegweisend modern. Heute sind sie marode. Und Ludwigshafen hat ein mieses Image als eine der hässlichsten Städte Deutschlands. Er ist selbsternannter Stadtführer und verfolgt seit Jahren die Entwicklung der Stadt. Helmut van der Buchholz redet Klartext. Das war bis zum Jahreswechsel 22/23 das Rathaus von Ludwigshafen. Dann wurde es zugemacht, weil nebendran ist eine Hochstraße und die Hochstraße muss weg, weil sie kaputt ist. Und dadurch muss diese ganze Innenstadt neu gedacht werden. Naja, es ist dann schon die Frage, was machen wir draus? Man müsste was machen, man kann aber nichts machen. Das hat was mit Physik und Spannbeton und Ähnlichem zu tun. Es hat was damit zu tun, dass vor 45 Jahren praktisch im Labor das alles schon funktioniert hatte und dass der Verkehr seitdem auch noch zugenommen hatte und die Laster, die drüber fahren, vielleicht auch noch schwerer geworden sind. Und es ist dann so, die Brücke kriegst du nicht so repariert, dass sie wieder die Aufgabe von früher hat. Solche Netze sollen Passanten seit Jahren vor herabfallenden Teilen schützen. Ab und zu werden sie ausgewechselt. Eines hat es ins Museum geschafft. Symbole verfehlter Stadtplanung werden zur Kunst.
dieses Netz hat seine Dienste getan. Das ist ja auch das Spannende am Material. Also deswegen war es für mich eben auch wichtig, ein gebrauchtes Netz zu haben. Und das ist eigentlich auch was, was in meiner Arbeit immer wieder vorkommt, dass es Materialien sind, die auf eine gewisse Weise aus dem Kreislauf fallen. Weil wir sind ja schon eine Gesellschaft, die auch viel recycelt, upcycelt, wiederverwertet. Es gibt aber eben Materialien, die haben überhaupt keine Funktion mehr. Und die finde ich besonders interessant, gerade noch, wenn sie dann eine Geschichte erzählen. In dieser Performance vor dem Museum wird das Netz selbst zur Geschichte. Du kannst halt da Gefühle transportieren, du kannst Menschen zusammenbringen. Ja? Also das ist genau das, was Kultur machen kann. Ja? Und dann aber auch nationenübergreifend. Ja? I like to move it, move it. You got to move it, move it. We like to move it, move it. Everybody has to move it. Zum 23. Ludwigshafener Straßentheaterfestival kommen Tausende aus der Stadt und dem Umland. Das Festival hat Tradition und dieses Jahr beleben 70 Künstler aus ganz Europa die Ludwigshafener Innenstadt. Wir sind eine alte Industriestadt, von der BASF geprägt. Ja, es fehlt Geld. Die Hülle ist manchmal, Klammer auf, scheiße, Klammer zu. Aber wir sind eine Stadt mit einem ganz schönen Kulturhintergrund. Wir haben das größte Filmfestival, wir haben ein wunderbares Theaterfestival, Straßentheaterfestival. Wir haben wunderbare, offene, nette Menschen. Also hässliche Stadt, ja. Hässlicher Inhalt, nein. Es ist die Hülle. Die Hülle hat bis heute hässliche Wunden. 2015 wird dieser markante Rundbau abgerissen. Im Volksmund Tortenschachtel genannt. Ein Kaufhaus mit S-Bahn-Haltestelle mitten in der Stadt. Die Tortenschachtel. Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs. Als Ludwigshafen die Chemiemetropole boomte. In Zeiten sprudelnder Gewerbesteuern. Die Chemieindustrie gibt es mit BASF immer noch. Dazu seit bald 10 Jahren dieses Loch im Herzen der Stadt. Ein stadtplanerisches Desaster in Bestlage. Er sieht im Schmuddel-Image der Stadt auch einen Standortvorteil. Also für mich ist Ludwigshafen auf jeden Fall in der Hinsicht wichtig, weil ich dieses Underdog-Ding, ne? Also für mich als Künstler, man hätte natürlich in meiner Situation sagen können, entweder ich hau ab und behaupte, ich komme irgendwie aus Berlin oder was auch immer, oder ich lasse einfach meinen Traum platzen, weil ich denke, das funktioniert hier halt nicht. Oder, und das habe ich gemacht, ich mache mir das zunutze, diese schiere Unmöglichkeit und dieses keiner rechnet mit mir, keine Sau denkt, dass ich das schaffen kann. Genau das hat mich angetrieben. Wo komm her? Wo geh mal hin? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Da ist dann jeder aufgerufen, erstens seine eigenen Ideen zu entwickeln und zweitens die Ideen auch den offiziellen Stellen mitzuteilen. Und wahrscheinlich ist es noch besser, wenn man das schriftlich macht, dann müssen es die Leute auch noch abheften. Ob sie dann tatsächlich was sich drum kümmern oder nicht, das weiß man nicht. Aber das Prinzip Nervensäge ist da schon nicht schlecht. Jede und jeder in Ludwigshafen ist also gefragt. Und das Prinzip Hoffnung. Es stammt vom Philosophen Ernst Bloch. Der muss es wissen. Er wurde hier geboren. Ob Straßburg, Mailand oder Barcelona. Überall gibt es kreative Köpfe, die mit ihren Ideen dazu beitragen, unsere Städte lebenswerter zu machen.